Hallo und willkommen zu diesem Video. Cool, dass du mit dabei bist. Heute geht es darum, wie du in der Version 1.1.3 in Pokémon Diamant und Perle all deine Pokémon auf Level 100 bekommst, so wie du es gerade hier sehen kannst. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, auch wenn das Video ein bisschen länger dauert, aber ich erkläre dir alles Schritt für Schritt und am Ende wirst du froh sein, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Wir stellen erst einmal ein paar Sachen ein, bevor es losgeht. Also geh erstmal in die Optionen rein. Stell die Textgeschwindigkeit auf schnell, dann stellst du automatisches Speichern auf aus und du stellst die Battle Effects auf aus, damit später die Kämpfe ein bisschen schneller gehen. Und jetzt brauchen wir Sonderbonbons, die zeige ich dir gleich. Was auch noch wichtig ist zu sagen, stell am besten auch deine Switch in den Flugmodus oder stell das automatische Speichern auf aus. So, und jetzt geht's los. Wir holen uns jetzt erst einmal Sonderbonbons. Wenn du schon welche hast, ist gut. Wenn nicht, dann zeige ich dir mal drei Positionen, an denen du Sonderbonbons findest. Also einmal hier hoch auf die Route 207. Dann hier direkt um die Ecke. Hier kann es sein, dass du gegen diesen Jungen hier noch kämpfen musst. Und hier oben gegen diesen Typen. Wenn nicht, auch gut, dann steig hier ab. Und dann drückst du hier in der Ecke einmal auf A. Hier versteckt sich ein Bonbon. Da hast du schon mal eins. Dann gibt es hier oben in der Fight Arena auch noch ein Sonderbonbon. Ist auch nicht so weit weg. Und zwar gehen wir hier auf die Route 225. Einmal hier durchlaufen. Ein Stück geradeaus und auf der rechten Seite siehst du zwei Bäume. Zerhack mal einen Baum und da siehst du schon ein Pokéball da auf der rechten Seite. Da ist ein weiteres Sonderbonbon drin. Und noch eine andere Position zeige ich dir mal. Und zwar hier in dieser Stadt. Das habe ich irgendwann sogar schon mal gezeigt, denn ich habe auch schon ein paar Sonderbonbons eingesammelt. Also einmal hier runterlaufen, hier einmal durch auf die Route 214. Und hier musst du kurz rüberschwimmen. Und eigentlich findest du hier oben rechts in der Ecke einen Pokéball und auch wieder ein Sonderbonbon. Damit hättest du jetzt schon drei Stück. Und jetzt kann es losgehen, und zwar auf der Route 211. Hier brauchen wir den Menüglitch. Wenn du nicht genau weißt, wie der funktioniert, dann schau dir meine anderen beiden Videos an, aber ich erkläre es hier trotzdem nochmal ganz kurz. An dem Stein aktivieren wir unsere Stärke. Aber wir bewegen uns hier nicht von der Stelle. Dann öffnest du mal dein Pocket. Nur, dass dein Pocket hier oben rechts geöffnet ist. Und jetzt drückst du mit dem Steuerkreuz nach links und auf R. Nichts gedrückt halten. Beide Tasten nur einmal drücken. Und danach ganz in Ruhe auf A. Also erstmal links und R gleichzeitig. Dann geht das hier auf. Und jetzt ganz wichtig, mit dem rechten Joystick arbeiten. Damit du hier die Attacke Fliegen auswählen kannst. Also ganz in Ruhe hier auf A drücken. Und jetzt mit dem linken Joystick oder Steuerkreuz arbeiten, um den Stein im Hintergrund zu bewegen. Das hörst du jetzt auch. Achtung. Na, das ist vielleicht gehört. Ich habe den Stein nach links geschoben. Ich gehe gerne nochmal raus. Da siehst du, dass der Stein hat sich bewegt. Wir machen es auch von der linken Seite. Jetzt natürlich nach rechts drücken und R. Wie gesagt, beides nur einmal drücken. Dann bist du wieder hier drin. Hier auf Fliegen drauf drücken und jetzt natürlich nach rechts den Stein verschieben. So, und jetzt suchst du dir irgendeine Stadt aus. Egal wohin. Und dann drückst du einmal auf A und dann auf X. Und deshalb haben wir auch die Textgeschwindigkeit auf schnell gestellt. Dann geht es ein bisschen einfacher. Und jetzt kannst du hier unten Ja oder Nein auswählen. Dann hat alles funktioniert. Wenn du hier im Menü rumwählen kannst, dann hast du X zu spät gedrückt. Auf jeden Fall fliegen wir jetzt weg. Und du wirst sehen, das Menü bleibt hier jetzt offen und alles hat funktioniert. Und jetzt beginnt der Glitch. Wir müssen jetzt unsere Sonderbonbons duplizieren, denn wir brauchen 100 Stück. Das musst du natürlich auch alleine dann später machen. Ich zeige dir einmal, wie es funktioniert. Wir haben hier ein Pokémon in der Box 15. Diesem Pokémon geben wir jetzt natürlich ein Sonderbonbon. Also einfach in die Hand geben. Und danach gehst du wieder zurück in die Box. Und du brauchst eine leere Box. So, und jetzt ganz einfach, einmal auf A drücken, das Pokémon auswählen. Wir duplizieren das jetzt. Jetzt einmal auf X drücken, dann in die Pokémon-Tasche reingehen, einmal auf R drücken, in die Boxen.
und dieses Pokémon jetzt auswählen mit A und rüberpacken in die Box Nummer 16, die leer ist. Und jetzt dreimal auf B drücken. Bis hierhin und dann auf Check Summary gehen oder auf Bericht anzeigen. Und das war's auch schon. Du siehst jetzt hier, hier ist unser Pokémon. Und dieses Pokémon nehmen wir jetzt mit rüber in die Box Nummer 15 und machen genau das gleiche noch einmal. Mit beiden Pokémons aber gleich. Also wieder eins auswählen, wieder auf X drücken, wieder in die Boxen reingehen, zweimal auf Y drücken. Dann kannst du nämlich beide Pokémon auswählen. Das ist so eine Multi-Select-Auswahl. Beide mitnehmen, in die Box Nummer 16 reinpacken und wieder dreimal auf B. Wieder auf Check Summary. Und damit hast du jetzt schon 4 Sonderbonbons dupliziert. Wir nehmen die beiden hier wieder mit rüber. Und damit hättest du jetzt hier, wie gesagt, schon 4 Sonderbonbons. Einmal auf X drücken und du siehst das hier. Da sind die alle. Jetzt ganz einfach. Einmal auf A drücken. Und die Sonderbonbons nach und nach in die Tasche packen. Und das musst du halt so oft machen, bis du 100 Stück hast. Das dauert am Anfang ein bisschen, aber wie gesagt, es lohnt sich. Also hier einmal auf A drücken, zurück in die Tasche legen. Ich mache das hier nochmal, wieder zurück in die Tasche. Also so machst du das die ganze Zeit. Ja, und wenn du dann mal in deine Tasche guckst, hast du irgendwann 100 Stück. Und jetzt kann ich dir nur empfehlen, speichere auf jeden Fall einmal ab. Nicht, dass irgendwas passiert. Du musst den Menüglitch jetzt nochmal machen. Das ist klar. Aber mach es lieber so, bevor es abstürzt. Dann hast du alles umsonst dupliziert. Und ich zeige dir jetzt nochmal den Menüglitch. Wir machen den mal ganz schnell. Denn ich zeige dir mal was, was auch mal passieren kann. Damit du das ein bisschen besser verstehst. Wir sind wieder hier an dieser Stelle. Das kennst du jetzt alles. Nach links und R. Hier auf die Attacke fliegen. Und jetzt drücke ich mal ganz, ganz spät auf X. Dann siehst du das mal. So, und jetzt siehst du das. Ich kann jetzt hier im Menü rumwählen. Und das bringt nichts. Aber ist nicht schlimm. Drück einfach zweimal auf B. Also wenn das Menü offen ist, hier so, zweimal auf B. Und jetzt kannst du es nochmal versuchen. Wieder A und X. Und wenn es jetzt klappt, kannst du hier unten wieder Ja oder Nein auswählen. Also da keinen Stress schieben. Bloß nicht rausgehen von der Karte, sondern einfach auf der Karte bleiben. So, wir sind wieder hier. Und jetzt geht's los. Wir gehen hier in unsere Tasche auf die Sonderbonbons. Und die benutzen wir jetzt für unser erstes Pokémon. Da brauchen wir 47 Bonbons. Also einfach mal auswählen, auf A drücken. Diesen Text hier auch auf A drücken. Jetzt auch nochmal auf A drücken. Und dann kommen hier so rote Zahlen. Die müssen auch noch weg. Also müssen wir noch einmal auf A drücken. Und jetzt ganz wichtig, das bleibt alles so. Auf X drücken und speichern. Und nach dem Speichern keine Taste mehr drücken. Das bleibt alles so. Wir gehen jetzt raus aus dem Spiel und beenden das Spiel und starten es einmal neu. Das ist ganz wichtig. Und wenn du jetzt in die Tasche gehst, hast du immer noch alle Bonbons, aber guck mal oben links, unser Pokémon ist auf Level 100. Das Problem ist jetzt, auch wenn wir jetzt einen Bonbon benutzen, das Pokémon wächst nicht mehr. Das ging mal, aber das haben die, glaube ich, irgendwie abgeschafft. Und ich habe auch Folgendes versucht. Ich habe mal einem Pokémon hier unten nur 40 Bonbons gegeben, also bis Level 99. Das siehst du jetzt hier auch, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt das mache mit dem Bonbon, dann müsste es eigentlich klappen. Aber es klappt trotzdem nicht. Ja, unser Pokémon wächst nicht. Es kommt zwar auf Level 100, aber mehr passiert auch nicht. Aber ist trotzdem nicht schlimm. Die sind ja trotzdem wesentlich stärker, die ganzen Pokémon. Also das bringt schon sehr, sehr viel. Ja, also mach's gerne mal nach. Und ich habe ja gesagt, es lohnt sich, dass du bis zum Ende dran bleibst. Denn jetzt hast du das wirklich alles komplett verstanden, hoffe ich mal. Und du kannst es ganz locker nachmachen. Also, ich hoffe, es hat dir gefallen, das Video. Wenn ja, lass auf jeden Fall ein Like da und ein Abo und sei beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin, lass es dir auf jeden Fall gut gehen, mach's gut und ciao.